Hallo, ich möchte euch heute zu einem neuen Review von mir begrüßen. Und zwar habe ich von Lumintop eine Lampe bekommen, die es zwar schon ein paar Monate auf dem Markt gibt, aber die dennoch sehr interessant ist. Lumintop hat mich vor kurzem angeschrieben und gefragt, ob ich jetzt in Zukunft regelmäßig Produktreviews für sie machen möchte, sodass ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich jeden Monat circa eine Lumintop-Lampe hier vorstellen werde. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil Lumintop sehr gute Taschenlampen herstellt. Ich habe auch schon einige Lampen von diesem Hersteller reviewed, vor allem in schriftlicher Form. Aber dies wird sich jetzt ändern, weil sie auch gerne Video-Reviews haben möchten. Ja, kommen wir zur Lampe. Es handelt sich um die Thule AA Flashlight. Wie der Name schon erahnen lässt, ist das eine Lampe, die mit AA-Batterien befeuert wird. Die Lampe kommt in diesem schicken Plastikkästchen, das ist ziemlich praktisch für die Aufbewahrung oder den Transport der Lampe mit einem Magnetverschluss. Ziemlich hochwertig für so eine kleine Plastikbox. Und dann kann man die Lampe auch eigentlich schon entnehmen. Hier ein Lanyard, was mitgeliefert wird in einer sehr schicken Farbe. Ist nicht ganz so mein Ding, so violett, aber das ist Geschmackssache. Ist ein ordentliches Lanyard, hier kann man auch die Länge verstellen. Oh, für mich ein bisschen zu groß für eine Lampe in diesem Format, aber Lanyards gibt es ja wie Sand am Meer. Da muss man ja auch nicht unbedingt auf das zurückgreifen. Dann gibt es hier einen Diffusoraufsatz, das finde ich immer schön. Dann kann man die Lampe auch als Campinglaterne benutzen. Es gibt eine Tailcap ohne Schalter, dann muss man die Lampe quasi als Twisty benutzen, dann muss man den Kopf zudrehen und aufdrehen, um zwischen den Leuchtstufen zu wechseln. Und was mir aber besonders gut gefällt, ist, dass die Lampe hier einen Tail-Clicky hier hat, sodass man die Lampe per Clicky einschalten kann. Das gefällt mir sehr gut bei einer Lampe mit AA, weil es da jetzt nicht so eine Riesenauswahl gibt auf dem Markt mit einem ordentlichen Clicky. Die Lampe wird mit einem 750 mAh 14500er ausgeliefert. Nur mit einem Lithium-Ionen-Akku liefert die Lampe auch die volle Leistung. Man kann jedoch auch handelsübliche AA-Batterien oder AA-Akkus verwenden, dann jedoch mit weniger Leistung. Wenn jetzt hier sieht, wenn ich die andere Tailcap draufschraube, dann wird die Lampe deutlich kürzer. So ist wirklich für die zwei Fronten was dabei. Es gibt ja Leute, die unbedingt auf Twisty stehen, andere auf Clicky. Der Vorteil hiervon ist, dass hinten ein Magnet eingebaut ist, sodass man die Lampe dann überall an magnetischen Oberflächen anbringen kann. Dies ist besonders interessant in Kombination mit dem Aufsetzdiffusor. Dann kann man zum Beispiel in einem Zelt oder so schön von der Decke aus ausleuchten, falls man oben so einen metallischen Haken hat oder so. Oder halt im Motorraum eines Autos klebt man die Lampe an die Motorhaube und dann kann man drauf losarbeiten. So, gucken wir uns noch an, was sonst noch so mitgeliefert wird. Hier gibt es eine Anleitung in Chinesisch und in Englisch mit den ganzen Daten. Darauf komme ich jetzt gleich zurück. Dann gibt es zwei Ersatz-O-Ringe. Und hier, wie so oft, noch eine Garantiekarte, 5 Jahre Garantie. Das ist schon nicht schlecht. So, kommen wir auf die technischen Daten der Lampe. Also, wie ihr seht, ist die Lampe eben, wie schon gesagt, mit 14500er Lithium-Ionen-Akkus zu befeuern oder mit Alkaline- oder NiMH-aufladbare AA-Batterien. Mit dem Lithium-Ionen-Akku liefert die Lampe 550 Lumen im der höchsten Stufe mit AA-Batterien 110 Lumen und mit AA-Akkus ganze 120 Lumen. Die zweite Stufe ist mit 95 Lumen oder jeweils 25 Lumen angegeben und die niedrigste Stufe mit 8 Lumen oder jeweils 7 Lumen. Maximale Leuchtweite beträgt 195 Meter, 2230 Candela. Stoßfest bis zu einer Höhe von 1 Meter und wasserdicht nach IPX8.
Dann seht ihr hier unten, die Größe ist aufgeteilt in die Tool AA oder Tool AA Magnetic Tail. Also die Tool AA, das ist halt mit dem Clicky die Tailcap. Und das hier ist mit dem Magneten in der Tailcap ohne Clicky. Ist die Lampe also deutlich länger mit Clicky. Und sie ist auch etwas mehr als 1 Gramm schwerer. Das ist für mich jetzt nicht so wichtig, aber wenn man halt wirklich auf Größe fixiert ist oder so, dann kann man halt immer die Tailcap wechseln und man kann die Lampe größer oder kleiner machen. Working Voltage ist von 0,8 bis 4,2 Volt. Das heißt, die Lampe ist da ziemlich flexibel und dann wird halt hier noch geschrieben, dass man entweder mit AA oder mit 14500er die Lampe befeuern kann. Das Zubehör, was dabei ist, zweimal O-Ring, ein Clip, ein Lanyard und ebenfalls die zwei Tailcaps, die zur Auswahl stehen. Ja, und ansonsten ist jetzt hier nicht viel zu der Sache zu sagen. Die Lampe hat 3 Stufen, wie vorhin gesagt. Diese werden geschaltet jetzt hier über den Clicky. Die Lampe wird eingeschaltet, dann könnt ihr leicht antippen. Wie ihr seht, schaltet die Lampe von Low über Medium nach High. Momentlicht ist leider nicht möglich. Die Lampe hat leider kein Memory, wie ihr seht. Die Lampe ist jetzt auf der höchsten Stufe. Ich schalte aus, schalte ein. Also immer Start auf Low. Ist jetzt nicht so wichtig bei 3 Stufen, aber ich finde Memory immer ein sehr nettes Feature. Des Weiteren finde ich schade, dass sie die Lampe hier nur mit der XPL HD LED anbieten in Kaltweiß. Diese sitzt schön sauber zentriert im Reflektor. Der Reflektor hat auch keine Unreinheiten. An der Anodisierung konnte ich auch keinerlei Macken feststellen. Das gefällt mir sehr gut. Man kann hier den Clip auch abnehmen. Dann sieht die Lampe noch etwas schlanker aus. So, ich will euch noch kurz den Diffusor zeigen. Dieser setzt sich sehr leicht auf, ist aus weichem Silikon. Schalte jetzt mal die Studiobeleuchtung hier aus. Dann seht ihr das besser, dass man hier wirklich ein schönes Campinglicht hat, was man sehr universell einsetzen kann. Wenn man die ausmacht, dann sieht man, dass der Diffusor grün nachleuchtet. Das ist auch immer ziemlich cool. Ich zeige euch jetzt hier noch ein paar andere AA-Lampen in dieser Größe, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie groß die Lampe hier wirklich ist. Fangen wir an mit der Lumintop Prinz AA, was auch ein sehr schönes Lämpchen ist. Diese sind quasi identisch groß. Die Prinz ist natürlich um einiges schwerer, aber eine sehr schöne Lampe. Dann gibt es noch die Clarus MI7. Auch quasi eine Größe, bisschen kürzer, hat dafür aber keinen Tail-Clicky, sondern hier vorne am Kopf einen Seitenschalter. Dann die altbewährte Zebralight SC52. Hier habe ich einen Magneten hinten drauf geklebt. Diese ist deutlich kleiner, aber dafür wesentlich dicker. Dann die Olight S1A. Diese ist etwas kleiner, aber auch dicker im Durchmesser. Dann hier eine Custom-Lampe, eine Silverpoint, die für mich umgebaut wurde. Eigentlich nur mit AA zu befeuern. Jetzt nur noch mit 14500 zu befeuern. Die ist auch wesentlich größer. Und dann noch hier eine schöne Kronos X5. Die ist halt auch viel größer, wurde auch umgebaut. So, würde ich sagen, nehmen wir die Lampe noch kurz rüber zur Ulbrichtkugel und vermessen sie, ob sie auch wirklich das hält, was sie verspricht, ob die Lampe die 500 Lumen schafft, die angegeben wurden. Dann kommen wir noch zu einem kurzen Fazit. So, jetzt sind wir an der Ulbrichtkugel. Ich habe die Lampe schon in der Low-Stufe eingeschaltet. Diese wird in der Anleitung mit 8 Lumen angegeben und wir haben hier auch 8 Lumen. Schalten wir in die Mediumstufe hoch, hat die Lampe knappe 60 Lumen, angegeben werden 95 Lumen, also auch hier ein bisschen weniger hell als angegeben. Jetzt in die Turbostufe gehen.
Kommen wir auf 480 Lumen. Angegeben ist die Lampe mit 550 Lumen. Die Lampe pendelt sich so bei 450 Lumen ein. Das heißt knapp 100 Lumen weniger als angegeben. Leider ist dies ja öfters der Fall, dass die Hersteller da etwas falsche Angaben machen. Aber das ist leider so. So, kommen wir zum kleinen Fazit zu der Lampe. Sie gefällt mir optisch ziemlich gut. Die Verarbeitung ist auch auf einem hohen Niveau, wie man das jetzt hier von Lumintop kennt. Was mich jedoch ein bisschen stört, ist, dass die Lampe nicht in einer neutral-weißen Version angeboten wird, so wie des Öfteren bei meinen Kritikpunkten. Dann des Weiteren, dass die Lampe keinen richtigen Moon-Modus hat. Ich finde, bei solch einer EDC wie dieser hier ist eine Stufe unter 8 Lumen ziemlich wichtig. Des Weiteren eben, dass die Lampe nicht die versprochenen Leistungsangaben hält, sprich 100 Lumen weniger hat als in der Anleitung angegeben. Ich habe das auch noch mit anderen Akkus probiert und ich kam immer zum gleichen Ergebnis. Ansonsten kann ich die Lampe wirklich nur empfehlen. Ich finde es cool, dass man hier mal die Möglichkeit hat, die Lampe mit zwei verschiedenen T-Caps zu benutzen. Ich zeige euch hier auch noch kurz den Lampenkopf vom Innen. Die Gewinde laufen schön weich. Also mit der Lampe macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Es gibt ja nicht so viele coole AA-Lampen und ich finde das halt immer wieder toll, dass auch weiterhin Lampen für dieses Akkuformat gebaut werden, und hier hat Lumintop auf jeden Fall eine tolle Lampe auf den Markt gebracht. Ich poste den Link zur Herstellerseite und das Video. Des Weiteren werde ich ein schriftliches Review zu dieser Lampe verfassen, welches ich in den kommenden Wochen dann auch unter das Video hier posten werde. Da könnt ihr dann alles nochmal genau nachlesen und ihr seht auch Vergleichsbeamshots zu anderen Taschenlampen. Ich werde auch die ganzen technischen Daten nochmal unter dem Video zusammenfügen, dann könnt ihr diese in Ruhe nachlesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch. Und ich würde mich noch viel mehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, weil ihr wisst, mehr Subscriber heißen auch coolere Produkte zum Reviewen, heißt coolere Videos, die ich euch dann zeigen kann. So, bleibt allen geschaltet. Bis bald. Tschüss.